Padmanabha. Padmanabha ist ein Beiname von Vishnu. Was heißt aber Padmanabha als Wort? Padma heißt Lotus, Nabha heißt Nabel. Padmanabha heißt der Lotusnablige. Padmanabha heißt auch der, aus dessen Nabha, aus dessen Nabel ein Lotus herauswächst. Also, das ist ein Beiname von Vishnu. Es gibt Darstellungen eben von Vishnu, welche die Mythologie beschreiben. Es gibt erstmal Ananta, letztlich die Weltenschlange auf dem Weltenmeer. Und auf Ananta, der Weltenschlange, liegt oder auch sitzt oder steht Vishnu. Und aus dem Nabel von Vishnu kommt ein Lotus. Und der Lotus von Vishnu ist letztlich Lakshmi, die göttliche Mutter. Und auf diesem Lotus ist letztlich dann Brahma, der Schöpfer. Brahma übt Pranayama, meditiert, sammelt sich so und dann kreiert die Welt aus seinen Gedanken. Die ganze Welt ist dann letztlich Traum von Brahma. In diesem Sinne ist die ganze Welt enthalten im Lotus und damit im Nabel von Vishnu. Und Vishnu heißt Padmanabha, derjenige, aus dessen Nabel der Lotus wächst, aus dem heraus die ganze Welt kommt. Im Grunde genommen können wir sagen, wir werden alle aus dem Nabel von Vishnu gespeist und letztlich ist alles Teil von Vishnu. Padmanabha, der Lotusnablige oder der, aus dessen Nabel der Lotus der Welt wächst.